Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport via Projekt Dreiflussland. Wir befinden uns hier am Bahnhof von Horbruch und heute kümmern wir uns ein bisschen darum, dass Horbruch ein bisschen mehr bekommt. Horbruch ist mittlerweile, also ist aktuell unsere größte Stadt. Wird auch das nach dieser Folge wird es auch bleiben. Wir werden mich Horbruch noch ein bisschen weiter pushen, da halt einfach so viele Leute dort sind. Werden wir uns darum kümmern, dass die auch ein bisschen Arbeit für die Arbeitsplätze und so weiter, dass die da halt Möglichkeiten bekommen. Wir können uns ja mal kurz hier die Landnutzung angucken. Wir haben halt hier doch schon ein gemischtes Gebiet zum Teil. Also es ist eigentlich hier hauptsächlich Wohngebäude. Geht dann so ein bisschen stark über in Geschäftsgebäude. Und danach wird es halt wieder so eine komplette bunte Mischung. Ein bisschen Industrie haben wir hier. Und halt auch wieder hier stark Industrie. Ist halt die Frage, wo wir es am besten abliefern. Ich würde fast sagen, wir machen einfach einen neuen Abladeort. Aber das werden wir gleich sehen. Und zwar kümmern wir uns heute um, ich glaube, drei verschiedene Sachen. Wobei eine von den Sachen halt in Altenkunststadt passieren wird. Altenkunststadt könnte sein, dass unsere zweitgrößte Stadt aktuell ist. Schauen wir uns mal kurz an. Ja, Altenkunststadt ist unsere zweitgrößte Stadt. Heißt, wir kümmern uns heute um die Güterzufuhr von unseren zwei größten Städten, die wir aktuell haben. Für Altenkunststadt wird es erstmal noch nicht Lebensmittel geben. Wir bekommen halt nur eine Zufuhr, so gesehen. Und zwar wird es wie folgt sein. Wir werden prinzipiell könnte ich auch, na, das Problem ist, dann müssen wir halt noch eine Route hier für die Waren nach hier hinten packen. Könnte man halt in den späteren Folgen machen. In dieser Folge werden wir es aber so machen. Wir werden einmal eine Lebensmittelroute für Horbruch machen. Wir werden eine Baumaterialroute für Horbruch machen, sodass wir halt die Einkaufsmöglichkeiten als auch die Arbeitsplätze dafür abdecken können. Und wir werden dann für Altenkunststadt eine Bretterroute bzw. eine Werkzeugroute machen. Ist etwas. Wobei, damit es nicht so lang ist, werden wir es ganz gezielt machen, dass wir eine Route für Holz machen, eine für Bretter und dann die für Bretter, den können wir noch zum Abtransport nutzen, weil es halt durch Altenkunststadt durchgeht. Weil es Lebensmittel sind, werden wir das auch hier so machen, dass wir halt eine Route für die Zufuhr hier haben. Da werden wir, wie viele werden wir denn nehmen? 5 Fahrzeuge oder mehr. Und halt für den Rücktransport dann vielleicht das Doppelte. Ja gut, hier ist eigentlich dasselbe Spiel wie im anderen auch. Also wie mit in kalten Altenkunststadt, weil es halt durch Horbruch durchgeht. Und wir sogar tatsächlich. Oder? Ja, wir werden auch tatsächlich direkt dort vorbeifahren, wo der Bedarf da ist. Von daher können wir das gekonnt ignorieren, dass wir halt noch eine weitere Linie dazu machen. Aber genug gequatscht. Fangen wir an. Fangen wir an erstmal mit, am besten sogar damit, dass wir uns nochmal ein zusätzliches Straßendepot hier hin platzieren. Und fangen dann direkt damit an. So, zack, LKW-Station. Die können wir immer noch erweitern, das ist ja gar kein Problem. So, angebunden ist sie. Bärbaum Süd. Bärbaum Vieh. Getreide slash Vieh. Es fehlt mir der Begriff, verdammt. Nehmen wir es erstmal so.
So weiß ich das jetzt gerade wieder nicht. Nehmen wir es einfach Terminal. Umschlagplatz? Nee. Wir belassen es erstmal einfach dabei. Ja. Dasselbe Spiel dann hier. So, angebunden ist es. Kein Anbau, sondern Lebensmittelfabrik. Lebensmittelfabrik. Genau, das macht natürlich Sinn. Hier Bauernhof und dann nennen wir das hier Bauernhof. So, hier Bärbaum, Bauernhof. Warum denn so kompliziert? Okay, das heißt, das ist ja die, das sind ja Geschäftsgebäude. Das heißt, wir hätten, wir haben hier eine Haltestelle, das könnte ja schon reichen. Ja, das reicht, dann können wir dort den Halt machen. Für den zweiten Teil der Linie. Dann bräuchten wir hier oben beim Steinbruch. Das ist dann Horror Steinbruch. Heißt zwar genauso, aber das ist ja das einzige Terminal. Wir können ja nicht von dort abliefern. Wenn wir von hier abliefern könnten, dann würde das ja noch, wäre das ja richtig nice. Dann bräuchte man viel weniger Sachen, die man machen müsste. So, hier haben wir die Baumaterialfabrik. Baumaterial, ich nenne es aber mal so, Fabrik. Weil es die Fabrik für Baumaterial ist. Und dann werden wir das hier... hier... Da werde ich vielleicht sogar nochmal einen Umschlagplatz machen. Ups, vorbei. Der Bedarf deckt das schon ganz gut. Noch was können wir es nochmal hier abliefern. Das heißt, wir hätten diesen Teil der Strecke auch schon. Dann... ach, ich wollte das ja so machen. Fällt mir gerade auf. Das war natürlich jetzt doof. So, einmal hier für Holz. Das ist dann der Wald. Baumfäller, Lager, und dann noch einmal hier ein Terminal beim Sägewerk. So, haben wir das auch. Dann bräuchten wir noch, weil da müssen wir ja gleich hier nochmal gucken, wo wir das dann, ob wir das irgendwo hier easy wegtransportieren können. Dann einmal hier bei der Maschinenfabrik. Und dann ist halt die Frage, wo... Maschinenfabrik bei den Einkaufsmöglichkeiten. Ja, da haben wir hier einen Spot, der ja komplett ausgiebig ist, ausreichend ist, passt. Dann können wir mit den Strecken beginnen. Das heißt, wir beginnen erstmal mit der Lebensmittelroute. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier, wie ich das genannt habe. Das wäre natürlich gut zu wissen. Genau, G. So natürlich nicht. Hallo? Okay, dann halt nicht. G. Güter. Lebensmittel. Horbruch. Und das Ganze ist allgemein erstmal sowieso Straße. Aber klassifizieren wir es ja trotzdem als Straße. Nee, nicht Lebensmittel. Lebensmittel. Getreide / Vieh. Oder? Das Problem ist, wir haben hier nur einen Abtransport. Ich müsste ja bei den Schiffen gucken. Getreidevieh, ja, das passt. Getreidevieh.
gleich nochmal in. Obwohl man Rundenklammern für Horrorbruch. Falls wir noch ein weiteres Teil davon machen. So, das heißt, wir hätten das schon mal fertig. Ich würde sagen, dann können wir auch schon direkt die 5 dorthin schicken. Straßenfahrzeug kaufen. Güter hätten wir dann diesmal sortiert, interessant. Ist eigentlich egal. Wobei. Die Produktion wird irgendwann so sein, dass sie immer was haben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sollen die mal alle zu dem hin. Dann den Abtransport. Die Frage ist, können wir uns hier schon sehen, wie lange das dauert? Das sind 107 Sekunden. Okay, das passt ja. Fahrzeugersatz aktuell noch weiterhin den Opel Blitz bei 200%, wie gehabt. Dann eine neue Linie von hier nach. Jetzt ist halt wieder die Frage, wo war das? Nach hier. Die nennen wir dann. Warum? Mach ich es halt so. G. Lebensmittel. Ups, Lebensmittel. Rohrbruch. Straße. Haben wir das auch? Wobei, hier wäre es noch ganz gut, wenn es komplett vollgeladen ist. Ups, vollgeladen, einfach voll an jeder Fracht. Auch wenn's, obwohl, nee. Vollladen einer Fracht und hier nur entladen. Was mich ja interessiert, oder was ich mich ja frage. Maximale Wartezeit, weil die maximale Wartezeit unbeschränkt ist. Die Frage ist, warten die dort 3 Minuten? Oder ich habe keine Ahnung. Was bedeutet diese maximale Wartezeit? So, das ist die Hauptfrage eigentlich. So, das dauert 107 Sekunden. Dann bräuchten wir jetzt hier einmal nur Lebensmittel. Und dann gehen wir auf zumindest schon mal 110. Heißt, wir müssten uns hier hinarbeiten. Das dürften jetzt 10 sein. 6 und 4, genau. Linie zuweisen. Lebensmittel Horbruchstraße. Eine von 118 Sekunden. Hier haben wir 90 ungefähr. Passt ja schon ganz gut. Opel Blitz automatisch mit Lebensmittel. Hervorragend. Ein bei 200. Nein, bei 200%. Die 118%, die 118 werden sich natürlich auch noch erhöhen. Das Gute ist, die können hier mit ihren 60 Langbrettern, der Ausbau hat sich definitiv gelohnt. Genau, dann hätten wir jetzt einmal eine neue Linie, die geht einmal von hier vom Steinbruch zum zur Baumaterialfabrik und hält dann die Frage, ist es doppelt oder einzeln? Das ist einzeln, ne? Das ist natürlich belastend. Auch einzeln. Das heißt, wir müssten nochmal eine neue Haltestelle hier platzieren. Und dann wählen wir die aus. Dann haben wir nämlich einen schönen Loop. Das ist dann Güter. Baumaterial. Materialien, Horbruch, Straße. Da können wir, denke ich mal, aufgrund des Weges auch schon gerne mal ein paar mehr mitnehmen. Nehmen wir einfach mal auch 10, einfach auf automatisch.
Genau, Linie zuweisen. Baumaterialien. Haben wir ein bisschen was im Lager, das... Hier geht das schon gut los, da brauchen wir vielleicht sogar noch mehr. Die Produktion steigt hier auch, wunderbar. Hervorragend. Es wird dann hier wahrscheinlich auch gleich losgehen und dann können wir uns jetzt um die Bretter kümmern. Brauchen wir einmal die Bretterlinie. Holz bauen für das Lager nach hier. Vollladen nur einer Fracht, hier nur entladen. Das ist dann Güter. Für die Werkzeuge war das, ne? Genau. Werkzeuge, Baumstämme. Wobei bei solchen ist es eigentlich egal, ob es für irgendwas ist oder nicht. Das ist auch schon eine relativ weite Strecke. Fangen wir auch mit 10 an. 81. Ist das die Museumslinie? Ja. Okay, die Verbindung nach dort wird immer mehr. Wir müssen mal langsam... Entweder erweitern oder erweitern lassen. Ich bin noch so jung. Über 112% mittlerweile. Mal schauen. Noch Straßenfahrzeuge kaufen. Opel Blitz. Nur für Baumstämme. Die wird von dort hier lang fahren, nach hier und dann wieder zurück. Ein reichender 5. Zwei, drei, vier, fünf. Oder gehen wir aus 6 und machen auf 12 oder so. Jetzt bräuchte ich Werkzeug auf Baumstämme. Dann eine neue Route von alten Kunststadt Sägewerk. Hierhin. Und danach droppen wir die. Das ist Güter. Was war das jetzt? Genau, Werkzeuge. Altenkunststadtstraße. Hier nur entladen und da lade, wenn vorhanden. Zack, haben wir das auch. Dann bräuchten wir dafür noch ein paar Fahrzeuge. Straßenfahrzeuge kaufen. Opel Blitz automatisch. 1, 2, 3, 4. Was bräuchten wir dann noch? Wunderbar. Dann können wir die auch auf die Route schicken. Werkzeuge. Also das Ganze geht flott. Abgesehen davon, dass wir auch hier natürlich hier irgendwann der Verkehr stark zunehmen wird.
Deswegen werden auch bald eher auf Dings müssen. So, haben wir dann hier schon Sachen drin? Jawohl, das heißt, die Produktion kann starten. Hier Steinbruch, der arbeitet auch hervorragend. Hier wird auch schon was fleißig transportiert, das heißt, es sieht gut aus. 24%, 58%, gut und mittelmäßig, das ist wunderbar. Einkaufsmöglichkeiten steigen, Bevölkerungszahl. Die kriegen wir noch auf die 1000 auf alle Fälle. Also klar, also dass wir den hinbekommen, das ist selbstverständlich, aber ja. Hier lagert sich schon einiges zusammen. Liegt aber auch daran, dass wir da schon auf einer höheren Obergrenze sind. Wobei, ist die auch schon gestiegen? Versuche mehr Vieh anzuliefern. Ich weiß gar nicht, was ist denn nochmal die größte? Gibt es noch was Größeres? Ich meine, wir sind hier bei, okay, nur mittlerweile nur bei 200%. Wir waren einmal bei 400%, aber es liegt daran, wir kommen nicht mehr hinterher mit dem Abliefern. Wir sind mittlerweile schon über 56.000, holy shit. Vielleicht sollten wir mal hier die Straße upgraden, das wäre natürlich auch clever. Dann sind sie nämlich auch schneller unterwegs. Was eventuell Sinn macht. Ich bin ja kein Profi, aber ich würde fast behaupten, das ist schon clever. Viel wichtiger ist aber hier vor allem. Jetzt bei Streit aus. 91%, lecko mio. Wir könnten, wenn wir wollen, in der nächsten Folge, sprechen wir jetzt mal davon. Okay, das ist halt nur für die Gleise, ne? Und das ist halt nur der Straßen, ich glaube, da hoch oder niedrig ist. Okay, für Streit. Wir kaufen nochmal 5 dazu. Nur für Lebensmittel. 1, 2, 3, 4, 5. Lebensmittel, Streitstraße. Und wir da haben wir schon wieder mehr wegbekommen. Denn es ist hier schon eine Menge, muss man halt schon sagen. Wahrscheinlich, ne, versuchen wir auch dran zu bringen, ist hier nicht, boah, holy shit. Das Potenzial ist da, gucken wir uns einfach mal die an, die wir hier sehen, Lebensmittel, Streit, 46 Sekunden. Ist halt schon mächtig gut da, ne, 96%, also, wenn das 75 sind, und wir sind hier noch mit Opel, Blitz und Benz unterwegs. Wir haben 5 von denen, da sind wir schon bei 55 Dings, also. Also ja. 320.000, das sollten wir. Vielleicht. Ups, vielleicht da den Abtransport des. Nein. Davon auch nochmal steigern. Lebensmittel Eintracht, die haben immer noch die alten. Der Ersatz ist bei den neuen. Machen wir einfach mal sofort ersetzen bei allen. 1,2 Millionen ist ja nix. Dann geht das auf alle Fälle flotter voran. Ich weiß nämlich gar nicht, wie schnell können die denn sein. 40 Kilometer pro Stunde. Das ist natürlich. Da ist natürlich schon ein Unterschied da, ne?
Deswegen ersetzen wir die auch mal sofort. Sind es zwar denn alle, es war auch die neuen, ist aber auch jetzt mir gerade relativ egal. Die Waren Route. Ein Potenzial ist da. Das ist natürlich wieder ein Problem. Das nicht auch transportiert werden. Das ist echt belastend, das heißt, das ist aber auch gar kein Problem. Wir machen einfach eine neue Linie. Von hier geht sie nach dort und das ist halt dann die. Oh Gott, Waren, das ist dann Güter, Waren, Kunst, Stoff, Straße. Hier bitte nur laden und hier nur entladen. Oh, RE4-4. 4/4, whatever. Das heißt, die Schiffsroute. Werden wir dann wohl oder übel mit Baumaterialien, Rohrbruch, habe ich vergessen. Baumaterialien, Rohrbruch. Zack, 200% und ein. Wollen wir denn jetzt hier das. Oh Gott. Das ist weg. Hier haben wir es. Die hat noch nie Geld eingenommen, kann das sein? Ja. Dann. Gelöscht. So, das heißt, wir können jetzt der Straßenroute. Einfach mal 5 Fahrzeuge für Kunststoff. Oder bist du bei 35 so und so? Nee, doch nicht. 5 reichen. Linie zuweisen. Warenkundschaftsstraße. Können wir nämlich das auch endlich mal hier alles abtransportieren und dann macht die Warenroute halt auch Sinn und fährt den Tucker nicht einfach so vor sich hin. Warenöl und dann geht's zum Chemiehafen. Das sind immer nur 2 Stück, ne? Das ist natürlich auch wenig. Ändern wir die Route mal. Dass wir den Punkt gar nicht anfahren. Öl. Ne, wir nennen das dann Rohöl und das andere nennen wir dann Öl. Waren. Entladen. Eine neue Route. Hoppala. Hier. Von hier nach dort.
Dann Vollladen einer Fracht, nur entladen. Brauche ich mir auch nur ein Schiff. Das wäre dann War. Nee, ups. Güter, Waren, Öl, Schiff. Und wie gesagt, da brauchen wir nur ein Schiff von. Ein Schiff kaufen, Güter, das und das halt dann, das halt mir dann auch. Könnt. Ich möchte aber nur Öl mitnehmen. Warenöl. War doch so, oder? Nochmal ins Depot. Ja Gott, nochmal. Okay, die 100 Millionen haben wir auch bald, wenn es so weitergeht. Kann das mal bitte schnell wieder zurück ins Depot? Dankeschön. Ich würde mich gerne hier das mal abtransportieren. Never mind, never mind. Wir machen das doch so und das andere können wir halt dann per Dings abtransportieren. Eventuell, eventuell. Machen wir es mit dem Treibstoff anders. So, ja, es wäre natürlich gut, wenn wir da ein bisschen mehr Platz hätten. Aber das haben wir leider nicht. Aufstocken des Ganzen. Ich meine, wir haben schon 6. 7 Minuten. 1,45 Millionen machen wir damit. Das ist natürlich auch schon richtig geil. Was ist hier los? Ich habe nicht viele Probleme, darf ich es endlich mal sehen. Oh, die Wieder. Schienenbus, Kesselwagen, Rungenwagen. Und die Alksalb, geil. Als ob ich danach gefragt hätte. Versuchen mehr Einheiten abzufangen. Ja, vielleicht können wir das jetzt machen. Ich mache das mal eben fix. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Was haben wir denn hier für Schiffe? Das sind. Das ist einmal auch nochmal Rohöl, mehr Rohöl und dann können wir hier endlich mal das wegklatschen. Kapazität 252, das ist fast das Doppelte. Linien. Das wollen wir jetzt natürlich ändern. Okay, Moment. Wir fangen am besten einfach nur mit. Wir machen jetzt Schiffe. So, zack. Hier, Lebensmittel, Getreide, Vieh, Fahrzeugersatz, zack. Das wäre dann die Axalp. Haben wir da irgendwie was automatisiert? Nö, ist alles allgemein. Dann, okay. Zack. Pro Fahrzeug. Fahrzeuge, die sind, wie alt von alt? Schiff, Details. 27 Jahre von. Oh Gott. Okay, wir haben genügend Geld. Damit das schneller vorangeht, machen wir da jetzt einen sofortigen. Ja, 5,17 Millionen haben wir easy drin.
Dann können wir die Produktion bzw. den Abtransport davon auf alle Fälle nochmal steigern. So, Warenöl. Warenrohöl, my bad. Das ist dann einmal bitte die Viola. Haben wir da irgendwie was Spezifisches gehabt? Nö. Die schafft 30 und die 25. Das geht dann sogar noch ein bisschen flotter voran. Perfekt. Dann machen wir das auch direkt so. Zack. Rohöl. Warenrohöl. Ich habe ja schon fast das Gefühl, kann da überhaupt noch was nachtransportiert werden oder nicht? Ist das irgendwie erschöpft oder so? Potenzial versuchen, mehr Rohöl abzutransportieren. Produktion 2. Na, okay. Dann belassen wir es einfach so. Da haben wir keinen großen Bedarf, das noch irgendwie zu erweitern. Es hat eine Frequenz von 7 Minuten, das von 22. Okay, vielleicht machen wir die maximale Wartezeit auf unbegrenzt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dann halt die Sachen dort einfach gelagert werden, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. So, Warenbretter. Das dauert 33 Minuten. Da macht schon mehr Sinn, wenn wir hier nur Entladen machen. Das hier sogar streichen. Dann können die da einfach so hin und her duckern. Ein Fahrzeug ersetzt natürlich auch hier wieder die Achshalb. Dann haben wir hier halt einfach automatisch nur Holz. Nicht automatisch, dann haben wir hier halt nur Holz. Zack. Sofort ersetzen muss nicht sein. Dann müssen wir jetzt noch eine neue Linie machen. Wenn wir da drei haben, dann machen wir hier für die Bretterlinie. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Belasten. Müssen wir hier hin? Nee. Wo müssen wir hin? Verdammt! Okay, das war jetzt klug. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin wollten. Wo sind wir denn mal hin? Hat die Route überhaupt einen Sinn? Muss ja. Ach, hier hin. Zack. Das heißt, Warenbretter ist dann nur noch Warenholz. Holz. Und dann haben wir jetzt hier einmal Güterlinie, Warenbretter via Schiff. Das war was anderes, das wollte ich. Und dann können wir da jetzt auch auf alle Fälle schon mal... Das wollte ich jetzt eigentlich nehmen. Genau, nur auf Bretter. Damit wir die abtransportieren. Bretter und Bretter. Und jetzt wollte ich, glaube ich, 6 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. War wieder Preise. Ich glaube, wir hatten halt noch was. Ne? Ich muss mich langsam jetzt hier beeilen, dass ich damit fertig werde. So, das haben wir auch. So, zack. 200%. Fahrzeug ersetzt wird dann jetzt erstmal die Achshalb. Boah, jetzt will ich alles mit den scheiß Brettern machen. Wobei, eigentlich müsste ich das nicht, aber ich mach's einfach. Okay, Übersicht, Vollladen einer Frachten, nur entladen. So, haben wir das jetzt auch. Wunderbar, 13 Minuten angeblich.
Rohöl haben wir geändert. Scheinbar ist aber das Problem, da wartet der halt einfach immer dann. Solange was transportiert wurde, das war natürlich auch ein bisschen. Warum ist aber auf 10 Minuten? Ich habe nämlich das Gefühl, die können die Ölquellen. Können die Ölquellen aus abdingern oder so? Ich meine, wir haben im Lager so viel, ich verstehe das halt einfach nicht. Ich bin ja schon. Ich pausiere mal kurz. Ich bin ja schon dazu geneigt. Und ich mache es jetzt auch einfach. Einmal von hier. So, weg mit dir. Wir werden den Hafen einfach woanders hinbauen. Und transportieren das hier mit einem einzigen Auto ab. Das wollte ich. So, jetzt die Straße. Dann brauche ich mir noch einen Hafen. Einmal so ein. Straßen, Terminal, genau, Waren, Rohöl, das, Waren, Rohöl, statt von dem nehmen wir den. Vollladen einer Fracht. Und dann machen wir einen Rohölzulieferer. Rohölzulieferer. Oh Gott. Lieferer. Einmal vollladen, einmal entladen und. Das ist natürlich am Arsch der Welt. Aber das ist mir egal. Straßenfahrzeug kaufen. Güter nehmen wir hier und dann halt nur Rohöl und ein und für den Zulieferer. Zack. Genau, ich wollte glaube ich noch was machen, ich habe es wieder vergessen. Ach ja, genau, ich wäre ja noch dabei, hier die Sachen zu machen. Schiff. Nein. Schiff. Das haben wir auf alle Fälle ersetzt, das haben wir auch ersetzt. Warenbrett haben wir auch ersetzt. Hier. Das war das jetzt Öl, ne? Einmal bitte Öl. Ein und bei 200%. Und hier das ganze Spiel jetzt. Ah ne, das haben wir ja schon. Warenholz. Bretter haben wir. Rohöl haben wir. Getreide haben wir. Das dürften ja alle gewesen sein.
So, ich glaube, da war noch was gewesen. Abgesehen vom Schiff und so weiter haben wir, glaube ich, eine Tram Typ 1 haben wir, glaube ich, hier schon. Kann das sein? Tram Route Typ T1 haben wir hier. Yep. Straßenfahrzeug, war da noch ein neues? Saurer Tische haben wir, glaube ich, jetzt auch schon überall. Müsste ich nochmal ersetzen, aber das mache ich dann offscreen, weil das muss ja nicht sein. Jetzt hier. Genau, das war einmal die RE4, das war der Schienenbus. Und Kesselwagen, genau. Wunderbar. Das nimmt jetzt aber auch schon wieder Ausmaße an, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Hallo, die Waldfee. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Wir könnten überlegen, ob wir das Ganze elektrifizieren mittlerweile, das Streckennetz, oder nicht. Oder ob ich eine Güterlinie anfangen soll. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was ich mache, aber schreibt es in die Kommentare, was ich machen soll. Und dann mache ich es eventuell. Ist wahrscheinlich ganz gut. Ganz gut. Hey. Ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.